Ist der Beruf des Bürgermeisters und der Bürgermeisterin noch erstrebenswert? Diese Frage stellt sich angesichts der bevorstehenden Gemeinderatswahl in Salzburg. Am 10. März wird gewählt, doch was fehlt, sind Kandidatinnen und Kandidaten. In Radstadt im Bonger etwa gibt es 5000 Einwohner. Trotzdem konnten die Großparteien ÖVP und SPÖ niemanden finden. Der Einzige, der antritt, ist der freiheitliche Christian Pebny. Einen Konkurrenten im Wahlkampf hat er nicht. Winken, grüßen, ein paar Worte wechseln mit potenziellen Wählern und Wählerinnen. Es ist Wahlkampf in Radstadt, aber nur mit einem Kandidaten, dem freiheitlichen Christian Pebny. Erst nachdem er seine Bürgermeisterkandidatur eingereicht hat, hat er erfahren, dass er ohne Gegner zur Wahl antritt. Gerade die Bürgermeisterpartei, die ÖVP, dass die keinen Kandidaten aufstellt, das war auch für mich sehr überraschend. Aber es hat natürlich für mich jetzt einen Vorteil, weil natürlich meine Chancen auch ein bisschen steigen können. Ein bisschen ist vielleicht auch untertrieben. Ja, man muss ja da 50% plus eine Stimme erreichen. Und es ist ja auch der ganzen Radstädterinnen und Radstädter muss man überzeugen, dass das auch wichtig ist. Wahlkämpfen muss Christian Pebny also trotzdem, in seiner Rolle als höchstwahrscheinlich zukünftiger Bürgermeister, sogar noch intensiver, als er ursprünglich geplant hätte, sagt er. Ja, wir wollten eigentlich zuerst Verteilaktionen machen, solche Sachen, nur in der Innenstadt unterwegs sein. Aber das, glaube ich, der Rahmen, der wird jetzt wesentlich größer sein. Also wir werden außerhalb der Stadt natürlich auch sehr viel unterwegs sein, versuchen, möglichst viele Personen zu erreichen. Die meisten Radstädter hat bei den letzten Wahlen er erreicht. Schon seit 20 Jahren ist Josef Tagwercher Bürgermeister. 80-Stunden-Wochen seien in diesen Jahren keine Seltenheit gewesen. Nach einem Nachfolger gesucht habe man jahrelang in der ÖVP. Gefunden habe sich aber niemand. Leider hat jede einzelne Person für sich genau überlegt, was kann ich machen, beruflich, familiär, kann ich das schaffen, ist das eigentlich mein Wunsch, dass ich dieses Amt ausführe und leider hat dann niemand zugesagt. Dasselbe bei der SPÖ. Auch der Vizebürgermeister Johann Warter wollte sich heuer nicht mehr aufstellen lassen, aus privaten und beruflichen Gründen. Und auch sonst niemand aus der Partei. Das Amt des Bürgermeisters sei für die meisten nur schwer mit dem Beruf zu verbinden. In einer Größenordnung der Gemeinde wie Radstadt ist eigentlich eine nebenberufliche Tätigkeit nicht möglich. Das heißt, ich stehe vor der Alternative, meinen Beruf aufgeben zu müssen. Und vor dem Risiko, dass in 5 oder 10 Jahren bei den nächsten Wahlen ich eigentlich vor dem Nichts stehe, was meine berufliche Karriere betrifft. Dementsprechend wundert es die meisten Radstädter und Radstädterinnen nicht, dass es heuer nur einen einzigen Kandidaten gibt. Ich denke mal, dass das Bürgermeisteramt ein sehr hohes Amt ist, dass da sicher viele Verantwortungen dranhängen. Das fängt bei der Wirtschaft an, das geht über die Landwirtschaft, über den Tourismus, über kommunale Angelegenheiten, die da zu regeln sind, die zu entscheiden sind. Und das soll halt der Bürgermeister soll halt rundherum ein bisschen schauen, dass alles und dass man fast jedem gerecht wird. Ne? Ganz allein wird der zukünftige Bürgermeister in Radstadt aber nicht regieren. Auch die Gemeindevertretung hat ein Wort mitzureden. Und hier können die Radstädter weiterhin auch bei ÖVP und SPÖ ihr Kreuzerl machen.